In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie Sie mit Lavaan eine Mehrebenen-Pfadanalyse durchführen können. Also eine Pfadanalyse mit genesteten Datenstrukturen, beispielsweise Schülerinnen und Schüler genestet in Schulklassen. Damit dieses Video für Sie wirklich sinnvoll ist, brauchen Sie gewisse Vorkenntnisse. Sie sollten also zumindest grundlegend wissen, wie man eine Pfadanalyse mit Lavaan durchführt. Und Sie sollten zumindest auch ein gewisses Basiswissen zum Thema Mehrebenenanalyse haben. Für beide Themen habe ich auch Tutorials gemacht, also wenn Sie da noch Nachholbedarf haben, finden Sie die Links zu den Tutorials in der Beschreibung vom Video. Man kann mit Lavaan Mehrebenenmodelle schätzen, Mehrebenenpfadanalysen, Mehrebenen-CFAs, Mehrebenen-SEM-Modelle. Allerdings mit gewissen Einschränkungen. Man kann mit Lavaan nur Random-Intercept-Modelle schätzen, keine Random-Slopes. Also keine Modelle, bei denen sich die Regressionsgraden zwischen den Gruppen unterscheiden. Und Lavaan ist aktuell begrenzt auf 2 Ebenen. Sie können also mit Lavaan aktuell kein Modell schätzen, wo Sie 3 Ebenen haben, also beispielsweise Schülerinnen und Schüler, Schulklassen, Schulen. Für derartige komplexere Mehrebenenpfadmodelle kämen dann eher andere Programme in Frage, wie insbesondere M+, das da deutlich flexibler noch ist. Die Daten, an denen ich das demonstrieren werde, sind begleitende Daten zu dem Mehrebenenanalysebuch von Hox et al. Sie finden einen Link zu den Daten auch in der Beschreibung vom Video. Dabei wird untersucht die Popularität von Schülerinnen und Schülern und vorhergesagt wird die durch deren Extraversion, durch deren Geschlecht und durch die Berufserfahrung der Lehrkraft. Dabei ist die Berufserfahrung der Lehrkraft eine Level-2-Variable, also eine Variable auf der Ebene der Schulklasse, weil die natürlich für alle Schülerinnen und Schüler einer Schulklasse gleich ist, während die anderen 3 Variablen Level-1-Variablen sind, also Variablen auf der Ebene der Schülerinnen und Schüler. Zuerst laden wir Lavaan und dann schauen wir uns mal die Daten an. Relevant für uns ist hier die Klassennummer, weil das ja die Level-2-Einheit ist, die Extraversion der Schülerinnen und Schüler, das Geschlecht der Schülerinnen und Schüler, die Berufserfahrung der Lehrkraft und als abhängige Variable die Popularität der Schülerinnen und Schüler. Bevor ich Ihnen zeige, wie man so ein Modell mit Lavaan schätzen kann, werde ich als Vergleich die Modellschätzung mit einem normalen Mehrebenenmodul durchführen, in dem Fall mit dem LMI-4-Modul von R. Denn aus dem Vergleich kann man nachher am besten auch den Output fürs Mehrebenen-Lavaan interpretieren. Dafür brauche ich eben LMI-4-Package. Generell der ganze R-Code ist auf einer Begleitseite zum Tutorial. Der Link ist auch in der Beschreibung. Und wie üblich, Sie müssen natürlich ein Modul einmalig installieren, wenn Sie es noch nie installiert haben. Und dann eben jedes Mal mit Library aufrufen. Das hier ist jetzt der Befehl für eine Mehrebenenanalyse. Ich gehe da nur ganz schnell drauf ein. Wenn Sie das ausführlicher lernen möchten, wie man mit LMI4 eine Mehrebenenanalyse rechnet, gibt es wie gesagt ein gesondertes Tutorial. Abhängige Variable wird vorhergesagt durch das Intercept und diese 3 Prädiktoren. Und das hier, dieser 1 und Class in Klammern, kennzeichnet, dass wir ein Random Intercept schätzen wollen. Dass wir also schätzen wollen, dass der Achsenabschnitt sich zwischen verschiedenen Schulklassen unterscheiden kann. Hier sind die Ergebnisse. Erstmal einige Kennzahlen zum Model Fit. Dann gehen wir erstmal zu den Fixed Effects. Hier sehen wir, wenn beispielsweise die Extraversion um einen Punkt höher ist, einer Schülerin oder eines Schülers, dass dann die Popularität um 0,454 Punkte höher ist. Analog für die anderen beiden Prädiktoren. Bei den Random Effects haben wir 2. Wir haben die Zufallsschwankung innerhalb der Schulklassen und wir haben das Random Intercept, also die zufällige Schwankung des Intercepts zwischen verschiedenen Schulklassen. Und Sie werden sehen, dass wir diese gleichen Ergebnisse nachher auch bekommen, wenn wir das Modell stattdessen mit Lavaan als Mehrebenenpfadmodell schätzen. Wir werden nachher auch noch ein komplizierteres Modell mit Lavaan schätzen, aber als Einstieg geht es erst einmal darum, wie man diese einfache Mehrebenenanalyse mit Lavaan nachbauen kann. Das ist jetzt das gleiche Modell, aber konzeptionell ein bisschen anders dargestellt. Die Variablen Geschlecht und Extraversion sagen direkt die Popularität voraus. Das ist ja alles auf Level 1 auf der Ebene der Schülerinnen und Schüler. Die Berufserfahrung sagt in diesem Konzept voraus das Intercept der Popularität, und zwar für die jeweilige Klasse. Das heißt, in Abhängigkeit von der Berufserfahrung der Lehrkraft ist sozusagen der Ausgangswert in den Schulklassen unterschiedlich. Das ist, wenn man sich die Formeln genau angucken würde, eigentlich auch schon in der normalen Mehrebenenanalyse so. Das ist nicht nur bei Lavaan so. Es erleichtert aber nachher, denke ich, im Übergang zu weiteren Auswertungen das Verständnis, wenn man sich das so vorstellt. Also eine Level-2-Variable sagt nicht direkt die abhängige Variable auf Level 1 voraus, sondern man stellt sich das eher so vor, dass die den Intercept vorhersagt für die Level-1-Variable. Hier haben wir jetzt die Mehrebenen-Pfadanalyse für die gleiche Fragestellung.
also für die Vorhersage der Popularität durch diese drei Variablen. Grundsätzlich ist ein Mehrebenenfahrtmodell genauso aufgebaut wie ein normales Fahrtmodell mit Lavan. Wir haben erst die Modelldefinition, dann die Schätzung und gucken uns die dann mit der Summary-Funktion an. Bei der Modelldefinition sehen Sie jetzt hier was Neues, Level Doppelpunkt 1 und Level Doppelpunkt 2. Das heißt, wir müssen bei einem Mehrebenenfahrtmodell zwei Teilmodelle spezifizieren, ein Modell für Level 1 und eins für Level 2. Die müssen beide da sein, es darf also nicht eins von beiden leer sein. Und eine Fehlerquelle, es muss genau so geschrieben werden, Level Doppelpunkt 1. Es ist verführerisch zu schreiben Level 1 Doppelpunkt, was irgendwie logischer wäre. Funktioniert aber nicht, also wirklich Level Doppelpunkt 1 und Level Doppelpunkt 2. Und deswegen habe ich Ihnen eben die andere Grafik nochmal gezeigt. Auf Level 1 wird die Popularität vorhergesagt durch Extraversion und Geschlecht. Und auf Level 2 wird sozusagen die mittlere Popularität einer Klasse vorhergesagt durch die Berufserfahrung einer Lehrkraft dieser Klasse. Und bei der Schätzung haben wir noch eine Besonderheit. Wir haben einen zusätzlichen Parameter hier, Cluster gleich Class. Class ist ja die Variable mit der Klassennummer in unserem Datensatz. Und damit sagen wir dem Programm, wo ist überhaupt die Zuordnung zu den Level 2 Einheiten für die Untersuchungseinheiten, also für die Versuchspersonen findet. Das schätzen wir jetzt. Zunächst einmal ein Warnhinweis. Die Variable Sex has no variance within some clusters. Das wird daran liegen, dass in bestimmten Schulklassen nur Jungen oder nur Mädchen sind. Ist aber kein Problem hier. Model Test User Model, also unser Chi-Quadrat-Test, ist 0. Wir haben auch 0 Freiheitsgrade. Wir haben also ein sogenanntes saturiertes Modell, wie ja auch jede multiple Regression ein saturiertes Modell ist. Und im Kern ist das hier eine multiple Regression, nur auf zwei Ebenen. Das heißt, auch die ganzen Fit-Indizes sind nachher perfekt. Das heißt, man kann jetzt hier nicht den Model-Fit beurteilen in diesem simplen Modell. Wir haben hier die Log-Likelihood als Gütemaß. Und wenn wir das mal vergleichen mit dem Ergebnis des normalen HLM-Programms, das ist exakt dieser Wert hier. Das heißt, auch daran sieht man schon ein bisschen, es ist genau das gleiche Modell geschätzt worden. Minus 2431.1, minus 2431.1. Jetzt zu den Ergebnissen. Wir haben erstmal Ergebnisse auf Level 1 und dann auf Ergebnisse auf Level 2. Die Regression, die Estimates, das sind die Effekte auf Level 1 von Extraversion und Geschlecht auf Popularität. Vergleichen wir das kurz mit den Ergebnissen, die wir uns oben angeguckt hatten, vom Mehrebenenmodell, also vom Mehrebenenprogramm LMIV. Das sind exakt diese beiden Werte hier. Dann die Varianz auf Level 1 ist ja genau der normale Fehlerterm, also die Level 1 Residuen. Vergleichen wir auch hier 0.591, 0.591, die Residualvarianz. Jetzt zu Level 2. Da haben wir ja die Vorhersage des Intercepts der Popularität durch die Berufserfahrung der Lehrkraft. Hier mit dem Regressionsgewicht von 0.088, 0.088, wiederum das gleiche Ergebnis. Intercept auf Level 2, das ist das Gesamtintercept, also sozusagen das Fixed Intercept für die gesamte Schätzung. Auch da vergleichen wir 0.809, 0.809. Und die Varianz auf Level 2, das ist das Random Intercept, also das ist die Schwankung im Achsenabschnitt zwischen verschiedenen Schulklassen. Hier sehen wir 0.289, 0.289. Das heißt, Sie sehen für jedes Ergebnis hier vom Output der Mehrebenenfahrtanalyse in Lavan, welchem Wert genau es dem Output eines Mehrebenenprogrammes entspricht. Bevor wir zum komplexeren Modell kommen, schauen wir erst nochmal, was an Erweiterungen überhaupt noch möglich ist an diesem einfachen Beispiel. Was nicht geht in Lavan, Sie können nicht eine Level-2-Variable in das Level-1-Modell einschließen. Hier ist Teacher Experience ja eine Level-2-Variable, weil die sich nur auf der Ebene der Schulklassen unterscheidet. Die darf nicht zur Vorhersage auf Level 1 verwendet werden. Sie sehen hier alle möglichen Warnhinweise. Da hat das Programm einfach ein Problem damit. Es macht aber auch konzeptionell keinen Sinn. Durch Level 2 können Sie nur den Ausgangswert, den Intercept innerhalb für eine Schulklasse vorhersagen. Was aber möglich und auch sehr sinnvoll ist, dass Sie Level 1 Prädiktoren zusätzlich auf Level 2 einschließen. Hier habe ich die Extraversion, die eine Level 1 Variable ist, die ja pro Schülerin und Schüler erfasst wird, zusätzlich noch auf Level 2 eingeschlossen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass neben dem Effekt von der Extraversion auf die Popularität jetzt auch noch ein Effekt geschätzt wird, der mittleren Extraversion einer Schulklasse aufs Intercept der Popularität und damit im Grunde auch auf die mittlere Popularität. Das heißt, das sind jetzt zwei verschiedene Effekte. Das heißt, auf dem Weg können unterschiedliche Effekte auf unterschiedlichen Ebenen geschätzt werden. Der obere Effekt ist, sind die Schülerinnen und Schüler im Mittel populärer in Schulklassen mit hoher mittlerer Extraversion oder weniger populär? Während der Level-1-Effekt fragt, sind Schülerinnen und Schüler, die extravertierter sind als andere Schülerinnen und Schüler ihrer Schulklassen, populärer in der Schulklasse? Das sind zwei verschiedene Fragestellungen, wo auch verschiedene Ergebnisse rauskommen können. Das schätzen wir. Und interessant ist jetzt vor allem der Effekt für Extraversion.
Der Level-1-Effekt ist jetzt der Effekt der Schülerinnen und Schüler. Sind relativ zur Klasse extrovertiertere Schülerinnen und Schüler populärer? Das sehen wir hieran. Während dieser Effekt auf Level 2 jetzt guckt, sind Schülerinnen und Schüler in Schulklassen, die im Mittel extravertierter sind als in anderen Klassen, populärer. Diese Art der Modellierung hat konzeptionell große Ähnlichkeiten zu der Modellierung mit Center-Within-Cluster, die Sie unter Umständen aus der Mehrebenenanalyse kennen. Was außerdem noch möglich ist, man kann auch Cross-Level-Interaktionen modellieren. Das kennen Sie ja auch aus der Mehrebenenanalyse. Das heißt, man hat da eine Interaktion zwischen einer Level 1 und einer Level 2 Variable. Zunächst schätze ich es nochmal mit dem normalen HLM-Programm, also mit dem LMI4-Modul. Und hier möchte ich jetzt eine Interaktion schätzen zwischen Extraversion und Berufserfahrung der Lehrkraft. Das heißt, ich möchte gucken, ob sich der Effekt der Extraversion ändert in Abhängigkeit davon, wie erfahren die Lehrkraft in der Klasse ist. Und das Kernergebnis hier für die Cross-Level-Interaktion zwischen Extraversion und Berufserfahrung: In Schulklassen mit erfahrenen Lehrkräften ist der Effekt der Extraversion auf die Popularität geringer. Das sehen wir hier am negativen Vorzeichen. Wenn Sie so etwas mit Lavan schätzen wollen, das geht. Allerdings müssen Sie hier die Interaktion, also diese Cross-Level-Interaction, vorweg schon anlegen. Das heißt, hier lege ich eine zusätzliche Variable an, int für Interaction, und die ist einfach das Produkt aus Berufserfahrung der Lehrkraft und Extraversion. Hier auf Level 1 schließe ich diese Interaktion zusätzlich mit ein. Hier sehen wir die Cross-Level-Interaction. Und wenn wir jetzt mal das Ergebnis vergleichen, minus 0.025. Das heißt, auch Cross-Level-Interactions können Sie in der Mehrebenenfahrtanalyse ganz genauso schätzen, wie Sie es aus der normalen Mehrebenenanalyse kennen. Alles, was wir bisher gemacht haben, war Vorbereitung, weil eigentlich war das nicht notwendig. Alles, was wir bisher gemacht haben, hätten wir prinzipiell genauso mit dem normalen Mehrebenenprogramm machen können. Jetzt kommt aber noch ein echtes Beispiel einer Mehrebenenfahrtanalyse, die also eben aus mehreren Zusammenhängen besteht. Und die einfachste Fahrtanalyse ist im Grunde eine Mediation. Die besteht ja aus zwei gleichzeitigen Regressionen, der Vorhersage des Mediators durch die unabhängige Variable und die Vorhersage der abhängigen Variable durch Mediator und unabhängige Variable. Und hier wollen wir inhaltlich jetzt prüfen, ob ein Effekt von Berufserfahrung der Lehrkraft auf Popularität vielleicht über die Extraversion vermittelt wird. Das ist etwas, was Hox et al. Nicht untersucht haben. Ob das wirklich theoretisch sinnvoll ist, da bin ich mir gar nicht so sicher. Man kann aber hier sehr schön das technische Vorgehen zeigen. Bevor wir das modellieren können, müssen wir uns aber nochmal Gedanken darüber machen, auf welchen Ebenen diese Mediation denn stattfindet. Berufserfahrung der Lehrkraft ist eine Level-2-Variable, Extraversion ist eine Level-1-Variable und Popularität ist eine Level-1-Variable. Das ist also eine sogenannte 2-1-1-Mediation. Bei Mehrebenen-Mediationen gibt es typische Bezeichnungen in Abhängigkeit davon, auf welcher Ebene die jeweilige Variable gemessen wird. Allerdings kann eine Level-2-Variable, also hier die Berufserfahrung der Lehrkraft, im Grunde nicht vorhersagen, wie sich die Extraversion zwischen Schülerinnen und Schülern einer Schulklasse unterscheidet, sondern eigentlich nur einen Einfluss auf die mittlere Extraversion einer Schulklasse haben. Das heißt, das Modell, was wir hier schätzen wollen im Rahmen dieser 2-1-1-Mediation, ist dieses. Wir haben auf Level 1 die Vorhersage von Popularität durch Extraversion. Wir haben aber zusätzlich auch im Modell die mittlere Extraversion einer Klasse. Und nur diejenige kann ja vorhergesagt werden im Sinne des A-Pfades durch die Berufserfahrung der Lehrkraft. Dass also unter Umständen in Schulklassen mit erfahrenen Lehrkräften die Schülerinnen und Schüler extrovertierter sind oder weniger extrovertiert. Genauso ist dann aber auch der B-Pfad der Pfad von der mittleren Extraversion auf die Popularität. Und der direkte Effekt ist dann natürlich auch der Effekt von der Berufserfahrung auf die Popularität. Dieses Mehrebenen-Mediationsmodell schätzen wir jetzt mit Lavan. Auf Level 1, wie wir eben gesehen haben, Popularität wird vorhergesagt durch Extraversion. Und auf Level 2 haben wir jetzt zwei Teile. Den A-Pfad, die Extraversion als mittlere Extraversion, wird vorhergesagt durch die Berufserfahrung der Lehrkraft. Da das der A-Pfad ist, habe ich das hier mit diesem Label A versehen. Und das zweite Modell, Intercept für die Popularität, wird vorhergesagt durch die Berufserfahrung der Lehrkraft. Das ist der C-Pfad aus der Mediation. Und durch die mittlere Extraversion der Klasse. Das ist der B-Pfad. Und hier unten definiere ich dann noch die Effekte. Ich definiere hier den indirekten Effekt A mal B. Und ich definiere den totalen Effekt, nämlich indirekter Effekt plus direkter Effekt. Sie sehen hier wieder, auch die normale Mediation ist ein saturiertes Modell. Das heißt, wir haben hier einen perfekten Chi-Quadrat-Test und auch die Fit-Indizes sind perfekt. Aber Sie können natürlich auch ein nicht saturiertes Modell als Mehrebenen-Fahrtmodell mit Lavan prüfen. Nur hier können wir tatsächlich über den Modellfit nichts aussagen. Dieses Modell, wie auch generell auch als Regression eine Mediation, passt immer perfekt zu den Daten.
Hier unser Level-1-Effekt von der Popularität auf die Extraversion und hier die Level-2-Effekte, die uns hier primär bei der Mehrebenen-Mediation im 2-1-1-Modell interessieren. Der A-Pfad ist signifikant, der B-Pfad ist signifikant und der C-Pfad ist auch signifikant. Inhaltlich in Schulklassen mit erfahrenen Lehrkräften ist eine geringere gemessene Extraversion. Gleichzeitig hängt eine höhere Extraversion positiv mit der Popularität zusammen. Und die Effekte sehen wir hier unten unter Defined Parameters. Wir haben einen negativen indirekten Effekt, das heißt, wir haben eine signifikante Mediation, wir haben aber einen positiven totalen Effekt, weil dieser negative indirekte Effekt schwächer ist als der positive direkte Effekt. Sie sehen hier, wir haben normale Standard Errors. Es kann natürlich sinnvoll sein, gerade wenn Sie eine Mediation schätzen, dass Sie robuste Standardfehler oder Bootstrapping oder ähnliches verwenden. Ich habe hier bei dieser sehr großen Stichprobe den normalen Schätzer verwendet. Bei kleineren Stichproben könnte es sinnvoll sein, dass man hier eher robuste Schätzverfahren zum Einsatz bringt, weil man gerade bei zusammengesetzten, also indirekten Effekten, nicht davon ausgehen kann, dass die normal verteilt sind. Sie sehen also, dass es gar nicht so schwer, ein Mehrebenenmodell mit Lavan als Pfadmodell zu schätzen. Sie müssen einfach nur getrennt Level 1 und Level 2 definieren, dabei darauf achten, dass der Doppelpunkt hinter Level und nicht hinter der Zahl steht. Und Sie müssen bei der Schätzung diesen zusätzlichen Parameter Cluster gleich und dann den Namen Ihrer Gruppierungsvariable mit berücksichtigen. Vielen Dank fürs Zusehen und dann viel Erfolg bei Ihren Auswertungen.